Gott, das ist voll hell. Das ist viel zu hell. Hi, ich bin's, die Vivi. Ich war jetzt schon lange gar nicht mehr so hier. Deswegen habe ich mich voll aufgeregt. Ich bin mal sorry dafür, das ist voll scheiße. Ich bin. Wir haben ein Date. Treffen wir uns hier spontan. Das wird jetzt eher so ein. Und sonst so? Video? Ah. Und sonst so? Ja. Ich habe Kräuter gepflanzt: Salbei, Basilikum, Rosmarin. Rosmarin war gelogen, der ist von irgendjemand anderem gepflanzt worden, den habe ich gekauft. Und Petersilie sind jetzt Teenagerpflanzen, noch nicht reif zum Pflücken. Wieso sieht man eigentlich die Flecken auf der Brille nicht so? Man schafft darüber hinweg zu blicken, hinweg zu sehen. So geht es wieder. Im Übrigen glaube ich, dass Text dazu erfunden worden ist, weil man einfach nicht weiß, was man machen soll vor der Kamera. Und dann beantwortet man einfach Fragen, die man sich sonst so oder andere einem nicht stellen würden. Wer auch immer fragt, was sein Lieblingslippenstift im Frühling ist. Ich trage eigentlich immer gerne den roten Lippenstift. Aber nein! Mein Gott! Ist ja Sommer, da muss ich ja den beigen Lippenstift tragen. Scheiße, wenn mich einer sieht. Ich schminke mich eigentlich selten. Jetzt sieht aber keiner das Schöne, was ich geschminkt habe. Weil eigentlich wollte ich Birte machen. Ach Quatsch, Birte, ja, geschminkte Birte, so sehe ich aus. Ja, ich bin eigentlich eine geschminkte Birte. Oh, ist der Rücken heiß. Und die Zeit zu skripten habe ich gar nicht. Habe ich jetzt gespuckt? Hat man das gesehen, das Licht? Weiß ich nicht. Boah, ich schwitze. Das ist nämlich das letzte Mal. Lichttechnik kann ich nicht so. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ich müsste irgendwas so haben, was ich sagen kann und was ich erzählen kann. Im Übrigen, nur mal kurz, mich stört das neue Design nicht. Mich stört nur manchmal, wenn ich was finden möchte. Aber beschweren tue ich mir nicht, bezahle ja nicht. Also solange ich nichts bezahle und dafür etwas verlange, brauche ich nichts verlangen. Ich finde das schön, dass ich mein Ego pflegen kann über YouTube. Jetzt juckt's. Oh, es juckt wirklich. Oh. Ich schmink mich erstmal ab. Moment. So. Ich denke, wenn man einfach nur so erzählt, dann sollte man doch, welches Make-up trägst du am liebsten, wenn du selbst bist? Ja, nischt. Ich finde ja, jeder Mensch sollte multiple Persönlichkeiten besitzen. Im Grunde genommen bin ich täglich verunsichert. Ja, ein bisschen unsicher. Doch, das ist meine Meinung. Ich brauche meine Birte, manchmal bin ich Vivi, manchmal bin ich Frau anders, manchmal bin ich anders, oder wie? Geht's euch auch so? Ich denke schon, oder? Jeder Mensch braucht verschiedene Persönlichkeiten. Ich glaube, anders würde man gar nicht überleben. Weiß nicht. Solange ich weiß, wer ich im Grunde bin und woraus die alle entstehen, was der Urkern ist. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, sind es einfach nur Rollen und keine multiple Persönlichkeiten. Ich glaube, multiple Persönlichkeiten ist es nur, wenn jede Persönlichkeit vom anderen nichts weiß. Auf einmal bist du der Horst, weißt aber nichts vom Dieter. Und als Horst. Und als Horst hast du eine Ehefrau, drei Kinder, einen Hund und ein Haus. Nächsten Morgen auf der Arbeit bist auf einmal
Manager von der Firma, heißt Klaus und bist schwul. Und so ist es nicht bei mir. Ich heiße nicht Horst, ich heiße nicht Klaus. Ich schneide jetzt einfach mal zusammen und entweder ich lade das hoch oder ich lade es hoch auf meinem anderen Kanal oder ich lasse es. Mal gucken. Freies Wetter heute. Ne? Und sonst so? Scheiße, wenn mich einer sieht. Jetzt schnell ins Geschäft. Geschäft ins Geschäft, weißt du, gerade. Ich gehe so ins Geschäft. Ein Geschäft ist ein Laden, in dem man reingeht, wenn es draußen regnet. Es schifft. Ein Geschäft. Aber das. Ja, nee.